Es soll ein Markenzeichen für Bayern München sein, aus diesem Campus, in diesem Campus ausgebildet zu sein. Der FC Bayern Campus, 70 Millionen Euro teuer. Das Nachwuchsleistungszentrum, kurz NLZ, des Rekordmeisters. Ein Prestigeprojekt. Doch die Ausbildung großer Talente liegt häufig in der Hand von Minijobbern, die nach Einschätzung von Anwälten mutmaßlich mehr arbeiten, als sie dürften. Die Verträge, die ich gesehen habe, unterliegen eindeutig der Mindestlohnregelung. 450 Euro Kräfte werden wie Trainer zweiter Klasse behandelt. Eindeutig, man meint, dass man mit denen machen kann, was man will. Der große FC Bayern. Womöglich nur prominentestes Beispiel für ein übliches System des Lohndumpings? Ausgerechnet im Nachwuchsbereich des deutschen Profifußballs, einer Milliardenbranche? Das System ist in der Bundesliga sicherlich verbreitet. Ja. Und natürlich noch mehr in der zweiten und in der dritten Liga. Das ist unsozial. Ja. Und ich finde es auch nicht sonderlich gescheit. Das ist für mich ein System, wo ich dann gar nicht nachvollziehen kann. Weil nochmal 450 Euro reicht einfach nicht, um die bestmöglichen Spieler zu entwickeln. Eine Soccerhalle in Bayern. Wir treffen zwei Trainer, die an Nachwuchsleistungszentren gearbeitet haben. Der eine beim FC Bayern, der andere beim FC Augsburg. Beide wollen nicht erkannt werden. Sie sagen, wer offen Kritik äußert, der gilt als Nestbeschmutzer. Wird geächtet, findet keinen Job mehr. In einer Branche, in der sie jahrelang zu Dumpinglöhnen gearbeitet haben. Bei mir war die Bezahlung im ersten Jahr sogar unter 200 Euro. Die Jahre darauf 250 Euro als Co-Trainer. Mir wurde dann der Cheftrainerposten angeboten mit 400 Euro im Monat. Und dann habe ich gesagt, das funktioniert nicht. Ich kann nicht für 400 Euro einen Fulltime-Job machen. Dann bist du da locker auf 30, 40 Stunden die Woche gekommen. Und dafür sind wir mit 450 Euro entlohnt worden. Man hat uns aber erzählt, dass es mehr ist als der Mindestlohn, weil man am Wochenende sozusagen die Nettospielzeit abrechnen würde. Der FC Augsburg nennt das Übungsleiterverträge, gesplittet in ein kleines Gehalt und die steuerfreie Übungsleiterpauschale, das karge Salär. Kein vertraglicher Anspruch auf Urlaub oder ein freies Wochenende. Viel Arbeit für wenig Geld. Der FC Bayern arbeitet mit befristeten Verträgen für ein Jahr, Teilzeit beschäftigt. Die Arbeitszeit vertraglich nicht definiert. Aber für 450 Euro im Monat erwartet der Club 3 bis 4 Mal pro Woche Training mit Vor- und Nachbereitung. Dazu Spiele, Turniere, Elterngespräche und Scouting. Meiner Meinung nach ist es eine Ausbeutung junger Menschen, die man mit großen Zielen lockt und die erst relativ spät dann verstehen, dass sie da verarscht wurden. Und ich sehe das natürlich sozial höchst brisant. Der Münchner Rechtsanwalt Andreas Waldschmidt vertritt mehrere Trainer des FC Bayern, die unerkannt bleiben wollen. In einem Kündigungsfall hat er Klage erhoben. Warum tun oftmals hochqualifizierte Trainer sich das an? Der Champions-League-Sieger spielt nach Einschätzung des Anwaltes eine Karte geschickt aus. Je größer der Weltruf, desto mehr kann man sich erlauben. Jeder möchte beim FC Bayern mal gearbeitet haben. Ist ja auch schön für den Lebenslauf, wenn man sagen kann, ich habe da mal gearbeitet. Aber das wird dann auch ein bisschen ausgenutzt. Aber 450 Euro ist nicht ein bisschen ausgenutzt, sondern das ist für mich sehr ausgenutzt. Immer wieder stelle der FC Bayern eine Festanstellung in Aussicht. Immer wieder werde man vertröstet. Über Jahre gehe das so, berichten mehrere Trainer. Und das bei einem Verein, der trotz Corona noch einen Jahresumsatz von fast 700 Millionen Euro verbuchen konnte. Am Ende würden die gut bezahlten Cheftrainerjobs ab der U15 immer Ex-Profis oder Trainer mit Beziehungen bekommen. Wer sich beklagt, werde abgespeist. So hat es ein Trainer erlebt. Ich hatte mich über die Bezahlung mal beschwert. Da hieß es von meinen Vorgesetzten, es gibt 1000 andere da draußen, die würden es für 200 Euro machen. Zur Verdeutlichung. Man kauft einen 16-jährigen Spieler irgendwo aus Europa für 300.000 Euro. Und ein Trainer mit der Verantwortung für ein ganzes Team aus der eigenen Region bekommt 450 Euro. Dumpinglöhne in den wichtigsten Talentschmieden des deutschen Fußballs? Davon kann auch Ernst Tanner berichten, heute Sportdirektor bei Philadelphia Union in den USA. Früher leitete er die Nachwuchsleistungszentren bei 1860 München und Hoffenheim. Das ist durchaus gängige Praxis, würde ich sagen, für die Mehrzahl der Mitarbeiter in den Nachwuchsleistungszentren. Das Problem in Deutschland liegt darin, dass der Beruf des Jugendtrainers eigentlich nicht so richtig anerkannt ist. Gängige Praxis. Wir fragen bei allen 36 Erst- und Zweitligisten nach.
8 äußern sich gar nicht. Auch der FC Bayern nicht, der alle konkreten Fragen zum Thema unbeantwortet lässt. Der FC Augsburg teilt lapidar mit, er halte sich an die Mindestlohnvorgaben. Von den anderen Clubs hören wir sehr häufig keine Angaben zu Beschäftigungsverhältnissen. Etwas mehr als ein Drittel aller Vereine gibt einige Zahlen preis. Hier zeigt sich, wenn Festanstellung, dann im Grunde nur ab der U13 und meist nur die Cheftrainer. Eine Handvoll Vereine bestätigt, zahlreiche Minijobber zu beschäftigen. Betroffen sind vor allem die vielen meist gut ausgebildeten Trainer in den unteren Altersklassen. Diese könnten ihren Job in den gesetzlich erlaubten 48 Stunden im Monat erledigen. Wie soll das gehen? Ich meine, wenn jemand in einem Leistungszentrum arbeitet und der trainiert, sagen wir jetzt mal nur 3 Mal und er bereitet sich ordentlich auf das Training vor und bereitet es auch nach, dann ist er ja schon irgendwo bei gut 10 Stunden in der Woche. Dann hat er aber noch kein Spiel gemacht, hat noch keine Kommunikation mit Eltern oder Spielern dazu geführt. Das ist ja mittlerweile alles hochprofessionell geworden. Und da taugt der 450-Euro Minijob, der taugt nicht dafür. Doch das sehen viele Nachwuchschefs in der Bundesliga anders. Selko Ristic, der Streetworker, hat 13 Jahre als Trainer für Hertha BSC gearbeitet. Mehr als 400 Euro im Monat habe er nie erhalten. Vor 7 Jahren ist er ausgestiegen, verdient seitdem in der 6. Männerliga deutlich mehr. Das Absurdum ist natürlich, dass du in der Kreisliga A als Trainer mehr verdienst als natürlich beim NLZ im Kleinfeldbereich und weniger Aufwand hast. Wenn man jung ist, man kriegt eine Anfrage von Hertha BSC, dann ist es wie eine Ehre. Man macht's, man unterschreibt für die Übungsleiterpauschale, man investiert unheimlich viel Energie, man versucht sich unabdingbar im Verein zu machen, man will alles aufsaugen dort. Es ist natürlich auch Erfahrung, die man später auch davon zehrt. Es ist eine lange Zeit, die man investiert und es entsteht kein Fortschritt, auch in der Bezahlung. 2013 hörte Ristic bei Hertha BSC auf. 2 Jahre später trat das Mindestlohngesetz in Kraft. Vorgeschrieben sind mittlerweile 9,50 Euro Stundenlohn. Das gilt auch für Minijobber. Dieses Gesetz gelte auch in Nachwuchsleistungszentren wie beim FC Bayern, sagt der Arbeitsrechtler. Der FC Bayern unterliegt eindeutig der Mindestlohnregelung, weil es ganz normale Anstellungsverträge sind. Zwar geringfügig Beschäftigte, aber ein geringfügiger Beschäftigter ist ein ganz normaler Angestellter. Er zahlt nur keine Steuer. Auch Hertha BSC räumt ein, dass nur Trainer ab der U14 in Vollzeit beschäftigt seien. Die insgesamt 12 Minijobber im Nachwuchsbereich weise man sogar darauf hin, die Stunden im Blick zu behalten, um Nachvergütung und Sozialversicherungspflicht zu vermeiden. Doch auch hier hat das Mindestlohngesetz offenbar kein Umdenken nach sich gezogen, wie uns ein aktueller Trainer der Akademie versichert, der ebenfalls angibt, 25 bis 30 Wochenstunden abzuleisten als Minijobber. Es ist ein Privileg, mit solchen Jungs zu arbeiten. Aber ich sehe das kritisch, wenn Jugendtrainer bei solchen Unternehmen mit hohen 3-stelligen Millionenumsätzen so unwürdig bezahlt werden, dass ausgerechnet im Jugendbereich gespart wird. Der Verein denkt, wir dürfen Hertha-Klamotten tragen, das muss doch reichen. Ich habe mir abgewöhnt, darüber nachzudenken, für welchen Stundenlohn ich das mache. Viele Trainer erhalten demnach nicht einmal die Hälfte dessen, was ihnen von Gesetzes wegen zusteht. Wie Vereine das Problem offenbar bewusst umgehen, schildern uns Trainer aus unterschiedlichen Clubs oft deckungsgleich. Sport in Zeit liegen mehrere Stundenzettel vor, die vor allem eine Merkwürdigkeit aufweisen. Lange Turnierfahrten, die angeblich nur einen Zeitaufwand hatten von 1,5 oder 2 Stunden. Es war definitiv so, dass wir die Stundenzettel bekommen haben und angewiesen worden sind. Zum Beispiel ein Turnier in Gladbach, Freitag bis Sonntag. Dann sollten wir da 2 Stunden eintragen. Wir mussten immer unser Gehalt teilen durch die Zahl der Stunden oder teilen durch den Mindestlohn. Und dann haben wir rausbekommen, wie viel wir insgesamt aufschreiben konnten. Thema Mindestlohn. Dann gab es eine große Besprechung mit allen Leuten, die davon betroffen sind. Es waren bestimmt 20, 25. Da hat sich dann der Leiter vorne hingestellt, abgesichert von der Rechtsabteilung, und hat uns vorgerechnet, dass wir weit über Mindestlohn sind. Weil wir unter der Woche jeweils 3-mal pro Woche Training haben, die können wir als 2 Stunden aufschreiben. Und dann der Clou. Man reist irgendwo nach Berlin oder London, ist da 3 Tage mit den Kindern komplett zusammen und schreibt 80 Minuten Nettospielzeit auf. Beide Vereine wurden mit dem Vorwurf konfrontiert. Bayern schweigt. Augsburg sagt, man könne den geschilderten Sachverhalt nicht bestätigen.
Ein Trainer sagt, das krasse Missverhältnis zwischen Aufgabe, Verantwortung und Bezahlung habe er beim FC Bayern angeprangert. Geändert habe sich nichts. Womöglich auch, weil es keine Kontrollinstanzen für die Nachwuchsleistungszentren der Bundesligisten gibt. Normalerweise muss man ja gucken, es gibt eine Zuwendung für die ganzen NLZs, wenn sie ihre Sterne erreichen. Wohin fließen die Zuwendungen? Wie wird der Kleinfeldbereich budgetiert in Trainergehältern? Gibt es Koordinatoren für Kleinfeldern und so weiter? Das müsste der DFL natürlich auch hinterfragen. Die Nachwuchsleistungszentren in Liga 1 und 2 müssen einen Anforderungskatalog der DFL erfüllen. Der ist Bestandteil des Lizenzierungsverfahrens. Auch Budget und Gehaltskosten werden abgefragt. Doch auf unsere Frage, ob die Bezahlung der Trainer auch ein Bewertungskriterium ist, antwortet die DFL nicht. Der DFB, bis 2019 mit der DFL an einer gemeinsamen Zertifizierung aller Leistungszentren beteiligt, schreibt auf Anfrage, die Bezahlung spielt innerhalb der Lizenzierung keine Rolle. Die Clubs seien auch beim Mindestlohn in Eigenverantwortung als Arbeitgeber. Verantwortlich für Kontrollen sei der Zoll, schreibt der DFB. Doch der Zoll hat den professionellen Nachwuchsfußball, wie unsere Anfrage zeigt, bisher nicht auf dem Schirm. Man habe keine Erkenntnisse über Prüfungen oder Ermittlungsverfahren an Nachwuchszentren. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales weiß auch von nichts. Wenn keiner sich wehrt, wer soll dann das überprüfen? Und wo kein Kläger, da kein Richter. Wenn man jemanden, der so eine hohe Verantwortung trägt, auch mit dem Jugendbereich, überhaupt mit 450 Euro abspeist, dann sieht man schon, wie hoch man seine Tätigkeit schätzt. Diese Geringschätzung hat Auswirkungen auf die Qualität der Arbeit. Auch Christian Flüthmann war viele Jahre ein 450-Euro-Trainer in Bielefeld und Osnabrück. Wenn ich mich zurückdenke und ich hätte die Möglichkeit gehabt, ganz früh hauptberuflich zu arbeiten, dann, ich glaube, dann wäre die Qualität an den, des Trainings, der Ausbildung der Spieler natürlich sehr, sehr hoch gewesen. Das heißt, sprich, ich möchte damit sagen, dass wenn Trainer im NLZ hauptberuflich arbeiten, dann ist die Motivation deutlich höher. Seit kurzem leitet Flüthmann das NLZ von Rot-Weiß Essen. Bis Ende 2018 arbeitete er als Profitrainer bei Norwich City. In England hätten Jugendtrainer in den Akademien der Profiklubs ein anderes Ansehen. Vollzeitstellen und Gehälter, von denen sie auch leben können. Das ist, glaube ich, der größte Unterschied, dass es im Gegensatz zum Deutschland ist. Das heißt, die U9, U10-Trainer sind einfach tagtäglich, beschäftigen sich mit Fußball und haben nichts anderes zu tun, als sich um die Entwicklung der Spieler zu kümmern, haben keinen anderen Hauptberuf. In den deutschen Nachwuchsleistungszentren sind sie dennoch von ihren Methoden überzeugt. So auch am Campus des FC Bayern, dessen Leiter Jochen Sauer sich in einem Werbefilm auf der DFL-Homepage äußert. Ich glaube, dass wir zusammen mit der DFL über 15 Jahren aus meiner Sicht in Europa das beste Ausbildungskonzept haben. Alle Nachwuchsleistungszentren sind auf einem Top-Niveau. Natürlich ist es so, wenn man es schafft, ein, zwei, drei Jugendspieler aus dem eigenen Nachwuchs zu holen, dass die Chance relativ groß ist, in kurzer Zeit die Betriebskosten für einige Jahre zu verdienen. Betriebskosten? Top-Niveau? International verliert der deutsche Jugendfußball gerade den Anschluss. Auf die Idee, dass das auch an der prekären Bezahlung von Trainern liegen könnte, scheint kaum jemand zu kommen. Hallo, schön, dass ihr bei der Sportschau seid. Und wenn euch solche Dokus gefallen haben, schaut auch mal hier oder direkt hier in die Playlist. Denn wir von der Sportschau und Sport Insight, wir decken auf, wir recherchieren investigativ und schauen für euch hinter die Kulissen. Also lasst uns auch gerne hier ein Abo da.